Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute noch mit den TV- und Streaming-Tipps von heute, Samstag, den 13.05. bis zum 14.05. Ein Ausblick auf die kommende Woche. Warum habe ich gestern Freitag nicht gebracht? Ja, da kam nichts im Fernsehen. Ich habe gestern mir auf Twitch Streams angeschaut. Und zwar erst von Knut, dann von Dalukat. Und am Ende dann noch von Kronk, wie sie das neue Zelda-Spiel gespielt haben. Und, Entschuldigung. Und auf YouTube lief nebenher noch ein Livestream von Reed Timmer. Das ist ein Storm Chaser. Da konnte man im Livestream sehen, wie praktisch wieder ein Tornado zu sehen war und über das Auto hinweggefegt hat. Das war sehr imposant und sowas schaue ich mir dann gerne an. Und ja, deswegen, also das war so gestern. Ja, heute, da haben wir die erste Bundesliga. Ich glaube nicht, dass ich sie mir anmachen werde. Ich bin mir noch unsicher. Ja, die Titelkämpfe sind total spannend aktuell. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich schauen werde. Aktuell läuft ja noch MotoGP auf Servus TV Motorsport oder Servus TV. Ja, man hat jetzt noch nicht so viel verpasst, deswegen, ja, Trainings und Qualifying waren ja schon dran, ja klar. Aber deswegen, ich habe es jetzt gerade nebenher laufen. Ja, und Schuss. Ja, heute Abend ist es soweit. Eurovision Song Contest. Ab 20:15 Uhr kommt die Vorschau auf AD mit Buka Henny, Barbara Schöneberger, ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Auf jeden Fall haben wir da eine Zusammenkunft. Also Deutschland, Österreich und Schweiz machen die Show zusammen. Finde ich eigentlich auch mal ganz gut, obwohl mir das von Hamburg, von der Reeperbahn noch mehr gefallen hat. Aber es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, wo ich sagen muss, ihr bekommt so viel Rundfunkbeiträge. Schwierig, Leute, schwierig. Und ja, deswegen, ich kann nicht sagen, ob ich die Show, die Vorshow mir unbedingt anschaue. Weil auch wieder wahrscheinlich viel über Peter Orban noch geredet wird und ich mag ihn nicht. Nee. Ja, aber zum entscheidenden Punkt, ab 21 Uhr kommt dann das Finale und solltet ihr Interesse haben, Deutschland startet von Platz 21, also recht spät leider. Ich habe auch meine Top 26 Liste gemacht. Ich packe sie mal unten in die Infoliste mit rein. Schaut da mal gerne vorbei. Würde mich freuen. Und ja, ich habe da übrigens auch ein Video zu gemacht, also eine Playlist unten im Video. Ja, Sonntag wieder MotoGP ab 10:20 Uhr, halt mit Vorsprachen und alles drum dran. Deswegen, weil es hier geht ja so lang, ich habe keine Ahnung, wann ich dann aufstehe am Sonntag, wie hyped ich bin, wie aufgeregt, wie wütend ich bin. Ich kann es nicht einordnen. Also ja, Filme kommen auch ab 20:15 Uhr. Also ein Film kommt auch, also der, wo ich sage, ja, kann man gucken. Independence Day, die Wiederkehr auf Sat.1. Und als Vorschau habe ich eigentlich nur Germany's Next Topmodel, muss aber sagen, den muss ich noch nachschauen. Vom letzten Donnerstag war ja da das zweite Semifinale vom Eurovision Song Contest gekommen ist. Genau. Und eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich froh bin, dass mein nächstes Wochenende Ruhe ist, denn das Wochenende drauf ist Pfingsten, da bin ich beim WGT. Wochenende drauf ist ja dann bei uns hier in Leipzig das Stadtfest, werde ich vielleicht nicht hingehen, aber es wird auf jeden Fall dort live gezeigt oder man kann es auf dem Fernsehen gucken, der DFB-Pokal, das Finale aus Berlin mit RB Leipzig. Oder Rock im Park und Rock am Ring kommt. Livestream von Telekom, also Magenta TV, kann man sich kostenlos anschauen. Man muss nicht Telekom-Kunde sein und das finde ich richtig cool, dass das wieder Magenta Telekom die Reihe auf die Beine gestellt hat und jeder schauen kann. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn es soweit ist, denn wir haben erstmal ein bisschen Ruhe.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, denn in den Kommentaren könnt ihr gerne immer eure Tipps schreiben, würde mich interessieren. Und damit wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ach ja, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und dann würde ich sagen, bis bald und tschüss.